Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Weihnachten im Untergrund Trilogie von Distributions. Alle weiteren Informationen zu diesen Alben, der Tracklist und dem Trilogieinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Alben und zur Trilogie, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Weihnachten im Untergrund, die Trilogie. So sieht das Ganze aus. Wir machen das Ganze mal aus der Folie, um das Ganze dann im Detail anzusehen. So, am besten hier unten aufschneiden und dann einmal durch. So, und zwar Weihnachten im Untergrund 1 bis 3 lesen wir hier. Das Ganze im Jahr 2014 über Distributions erschienen. Hier oben lesen wir noch Distributions präsentiert. Und dann haben wir hier den Weihnachtsmann mit einer knapp bekleideten Beifahrerin mit dem Mittelfinger an die, ja, wahrscheinlich an die Autofahrer hinter ihm. Denn hier haben wir so Lichtkegel, sieht aus wie zwei Scheinwerfer, die ihn hier gerade anleuchten. Und dann lesen wir hier Weihnachten im Untergrund 1 bis 3. Also, es gab von Distributions so drei Alben, drei Sampler, drei Compilations, Weihnachten im Untergrund. Und nachdem dann der dritte Teil erschienen ist, hat man das Ganze dann auch als Trilogie, also in diesem Set, alle drauf einmal veröffentlicht. So sieht das aus. Auf der Oberseite haben wir nochmal die einzelnen Cover, also Teil 1, Teil 2, Teil 3. Diese Seite ist geschlossen. Hier lesen wir noch Weihnachten im Untergrund 1 bis 3. Hier ist es offen. Hier stecken die drei CDs drin. Wir werden hier mal reinschauen. Jawohl. Also, es ist so ein ganz normaler, mehr oder weniger Pappschuber, in dem diese drei CDs drinstecken. Schön gestaltet. Und dann haben wir hier einmal, zweimal, dreimal die Alben plus einen Sticker obendrauf. Der Sticker sieht so aus, kreisrund. Und dann haben wir hier auch nochmal das Cover abgebildet, also den Weihnachtsmann mit seiner Beifahrerin. Der kommt hier noch extra dazu. Und dann haben wir hier die drei Alben, die ich jetzt in dem Fall alle drei mal aus der Folie holen werde. So. Okay. Gut, dann machen wir das mal hier auf, eins nach dem anderen. Ich sehe schon, hier hat sich ein ziemlicher Kratzer eingedrückt. Aber Teil 2 und Teil 3 scheinen unbeschädigt. So, aber jetzt. Also. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier drei CDs und wir starten natürlich mit der ersten der Trilogie. So sieht das aus. Wir haben hier den Weihnachtsmann mit einer Distribution Weihnachtskugel. Da hinten dürfte der Weihnachtsbaum gerade abfackeln. Dann hier so eine grüne Schlaufe. Was hält er hier in der Hand? Penny Packer. Okay, also eine Whiskyflasche, soweit ich das beurteilen kann. Was spannend ist, man hat hier dreimal Standard-Schulcases, allerdings hier beim ersten Teil hat man das Ganze hier mit einem weißen Streifen versehen. Die anderen beiden sind durchsichtig. Gut, so sieht das von der Seite aus. Also hier lesen wir dann auch wieder Weihnachten im Untergrund. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl und wir haben, das zieht sich durch alle drei Teile durch, eine Tracklist, wie sie verschiedener nicht sein könnte, was die Interpreten betrifft. Also wenn wir uns das mal ganz kurz ansehen, nur mal kurz im Überblick. Wir haben hier unter anderem Tracks von Orgy, Greco, Buff's Crew, Deine Eltern, Schwarz. Dann haben wir hier Toni der Assi, Grüne Medizin, Pervers, Bastard, Blockmonster, Schwarz, Rako, DCVDNS, Medizinmann, GPC, also um hier wirklich nur einige zu nennen, komplett bunt gewürfelte Tracklist.
Und zwar das, was diese Tracks hier auf den Sampler gebracht hat, beziehungsweise was hier die Gemeinsamkeit ist der ganzen Tracks, sind natürlich die Bezüge zum Thema Weihnachten. Also alle diese Tracks haben in irgendeiner Weise mit Weihnachten und der aktuellen Zeit zu tun. Das ist auch der Grund, warum ich das euch genau jetzt vorstelle. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal einen Einleger. Und zwar haben wir hier die einzelnen Tracks, inklusive der Info natürlich, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer wo gefeatured wurde oder beteiligt war. Dann haben wir hier den Weihnachtsmann, der hier wohl etwas zu viel aus seiner Flasche konsumiert hat. Und hier hinten dann Distributions. Okay. Ich glaube, ursprünglich gab es das Ganze auch nur über Distributions, sowohl die einzelnen als auch die Trilogie. Mittlerweile, soweit ich weiß, auch über Amazon erhältlich. Links natürlich in der Videobeschreibung. So, Weihnacht im Untergrund lesen wir hier. Das ist die CD Nummer 1. Groß die Weihnachtsmannmütze. So sieht das aus. Rückseite blank weiß. Dann haben wir Teil 2. Ups, sorry, das ist Teil 3. So sieht das aus. Teil 2. Auch hier natürlich wieder der Weihnachtsmann mit drauf, mit einer Kiste. Und hier drin befinden sich Waffengranaten und jede Menge Zeugs. So sieht das aus. Und auch hier haben wir wieder jede Menge verschiedene Tracks, jede Menge verschiedene Interpreten. Könnt ihr natürlich kurz anhalten, um euch hier die Tracklist im Detail anzusehen. Credits und Barcode. Dann schauen wir auch hier hinein. Auch hier haben wir wieder so einen Einleger. Und hier haben wir dann die Info. Wer ist hier genau mit dabei? Jawohl. Also, regulär hier 14 Tracks, allerdings haben wir noch 6 weitere Tracks, exklusive Bonusgeschenke. Darum geht es ja, Geschenke. Und dann haben wir hier den Weihnachtsmann, der hier wohl, ja, wieder zu viel erwischt hat und hier wohl etwas von seinem Mageninhalt wieder abgibt. Dann haben wir natürlich die CD Nummer 2, auch hier wieder in diesem Weihnachtsdesign. Wir haben hier eine zerbrochene Christbaumkugel. So sieht das aus. Dahinter wieder Distributions zu lesen. Und dann haben wir noch CD Nummer 3. Die sieht so aus. Sieht so aus, als wäre der Weihnachtsmann schlussendlich verhaftet worden. Also er steht hier vor so einer Messtafel. Distributions präsentiert Weihnacht im Untergrund 3. Okay. Weihnacht im Untergrund 3. Und auch hier haben wir dann wieder jede Menge Tracks, und zwar insgesamt 16 Stück. Credits und Barcode. Also der Barcode deutet ja auch immer darauf hin, dass es die Alben einzeln gibt, dass man die nicht nur in dem Trilogie-Set kaufen muss. So, hier haben wir einerseits solche Polaroid-Fotos. Ah, alles klar. Also das sind hier die Verbrechen, die der Weihnachtsmann hier begangen hat, weswegen er scheinbar hier jetzt vor hinter Gittern ist. Also wir haben hier unter anderem Drogenmissbrauch, Brandstiftung, Waffenhandel, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Vandalismus und Beamtenbeleidigung. Alles klar. So sieht das aus. Und auf der Rückseite gibt es noch mal eine Info zu Teil 1 und Teil 2, die ja bereits erschienen sind. Und eine Handschelle oder ein paar Handschellen, sagen wir so. Okay, die CD sieht dann so aus. Wir haben auch hier wieder den Weihnachtsmann. Der dürfte ja auch eine kassiert haben. Weihnachten im Untergrund 3 lesen wir hier. Rückseite schneeweiß, beziehungsweise ja, sieht aus wie so eine Farbe, die so von der Wand bröckelt. Okay. Also wie gesagt, es sind hier echt jede Menge Tracks mit dabei. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz. 14, okay. Also, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Trilogie, in diesem Boxset befindet. Und zwar haben wir hier einmal Weihnacht im Untergrund Teil 1, Weihnacht im Untergrund Teil 2 und natürlich auch Teil 3. Alle drei kommen in einem Standard-Jewel-Case. Obendrauf gibt es noch diesen kreisrunden Sticker. Das alles kommt in dieser Pappbox, in diesem Pappschuber. Und wir haben hier, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 14 Tracks auf Teil 1,
20 Tracks auf Teil 2, 16 Tracks auf Teil 3, insgesamt 50 Tracks. Also, das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser wunderbaren Trilogie, Weihnacht im Untergrund 1 bis 3. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Trilogie bzw. den Alben? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Distributions unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.